Hallo, mein Name ist Pascal und ich gebe euch heute eine kleine Einführung ins Differenzieren als Vorschau für das Seminar, was dann noch stattfindet. Alles, was ich sage, könnt ihr parallel auch im Skript nachlesen, was ich hoffe, dass ihr euch geholt habt. Und ich würde euch auch empfehlen, das Video zu pausieren und an jeder Stelle nochmal ins Skript zu schauen, wenn irgendwas unklar ist. Als erstes möchte ich euch ein paar Buchempfehlungen aussprechen. Das erste Buch, was ich hier habe, ist ein eher mathematisches Buch, wo ein paar Beweise ausführlicher drin sind, als ich sie habe. Also ich habe meistens auf die Beweise eher verzichtet. Also hier könnt ihr gerne nachlesen. Das zweite ist ein Buch, das ist auch fürs Abitur relevant. Da sind ein paar Übungsaufgaben drin, wo ihr das noch ein bisschen vertiefen könnt. Aber ich habe auch ein paar Übungsaufgaben im Skript, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und das dritte ist so ein mathematisches Methodenbuch. Da findet ihr ja sehr viel zum Differenzieren, aber auch sehr viel zu anderen mathematischen Themen, die vielleicht wichtig sein könnten für andere Physikseminare. Genau, legen wir doch mal los mit einem kleinen Beispiel, warum wir denn überhaupt die Differentialrechnung brauchen. Hier habe ich euch eine Rakete mal dargestellt, wie sie eine Strecke in einer gewissen Zeit zurücklegt. Also ihr seht, die Rakete beschreibt so eine Parabel. Sie kommt erst auf uns zu, bremst dabei ab und dann beschleunigt sie wieder in die positive x-Richtung. Jetzt stellt sich vielleicht die Frage, welche Geschwindigkeit hat denn die Rakete an einem bestimmten Zeitpunkt, sagen wir zum Zeitpunkt 0? Da könnten wir einerseits einfach eine Tangente dranlegen, um dann dort die Steigung der Tangente zu bestimmen, was dann eben die momentane Geschwindigkeit wäre. Andererseits könnten wir, wenn wir jetzt das Diagramm oder nur Datenpunkte gegeben haben, einfach versuchen, ein kleines Steigungsdreieck dranzulegen und dann mit der bekannten Definition v ist Delta x durch Delta t so eine mittlere Änderungsrate, also eine mittlere Geschwindigkeit zu ermitteln. Das wird natürlich umso genauer, je kleiner wir Delta t nehmen und dann nähern wir uns langsam dieser Tangente an. Wir sehen hier die Steigung der Tangente an der Stelle t gleich 0 ist minus 2 und das ist sozusagen dort die momentane Geschwindigkeit. Dieser Prozess an jedem Punkt, die Ableitung zu bestimmen, ist das Differenzieren oder auch das Ableiten und die Ableitung ist gleichzusetzen mit der Steigung der Funktion in diesem Fall. Genau, gucken wir uns jetzt also mal das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm an. Da haben wir hier einmal die Geschwindigkeit in jedem Punkt, also die Ableitung in jedem Punkt aufgetragen. Und ihr seht, das ist einfach nur eine Gerade mit konstantem Anstieg. Ihr seht auch wieder den Punkt, den wir da vorhin uns angeschaut haben, bei t gleich 0. Die Geschwindigkeit ist minus 2, haben wir da aufgetragen. Genau das haben wir halt für jeden Punkt t gemacht und erhalten somit das Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm. Wenn wir uns jetzt wiederum vom Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm die Steigung anschauen, ihr wisst ja, die Beschleunigung ist Delta V durch Delta T und das ist in dem Fall sehr einfach und sehr eindeutig, da wir nur eine Gerade haben und die Steigung der Gerade ist dann einfach konstant und das ist diese konstante Beschleunigung, die ich hier nochmal aufgetragen habe. Dieser Prozess, den wir jetzt durchlaufen haben, von x von t zu v nach t zu a nach t, haben wir sozusagen zweimal abgeleitet. Einmal von x nach v die Steigung bestimmt und dann von v nach a die Steigung bestimmt. Ein weiteres Beispiel, wo wir das Differenzieren brauchen und auch die Ableitung, ist die Bestimmung von Extrempunkten. Da habe ich euch einmal ein Maximum und ein Minimum aufgezeichnet und ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr euch an der Spitze eines Berges befindet, dann kann die Steigung ja nicht mehr positiv sein. Also ihr könnt nicht an der Spitze des Berges noch weiter nach oben gehen, aber andererseits kann die Steigung auch nicht negativ sein, weil dann könntet ihr einfach zurückgehen und noch höher gelangen. Dementsprechend muss also auf der Spitze des Berges die Steigung 0 sein, also eine horizontale Tangente existieren, wie ihr das da unten links seht. Das gleiche gilt aber auch für ein Tal. Wenn ihr euch im Tal befindet, kann die Steigung nicht negativ sein, weil ihr ja dann vorwärts gehen könntet und nach unten gelangt. Andererseits kann die Steigung aber auch nicht positiv sein, dann könnt ihr nämlich zurückgehen und kommt auch noch tiefer. Also muss auch bei einem Minimum die Steigung einfach 0 sein, also so eine horizontale Tangente. Um die Ableitung nun ein bisschen genauer zu definieren und auch um damit richtig rechnen zu können, brauchen wir Grenzwerte. Deswegen werde ich euch jetzt erstmal erläutern, wie man denn Grenzwerte definiert und mit denen rechnet. Dazu wollen wir zuerst einmal eine einfache Zahlenfolge betrachten. Und zwar die ich hier aufgeschrieben habe, xn ist 1 minus n minus 1 durch n² plus 1. Nun, bei dieser Zahlenfolge berechnen wir für ganze Zahlen n, also n gleich 1, n gleich 2, n gleich 3 und so weiter, die Folgenglieder und schauen uns dann an, was so
die Zahlenwerte da machen xn. Das habe ich hier einmal aufgeschrieben, also xn mit n gleich 1 ist einfach 1, xn mit n gleich 2 ist 0,8 und ihr seht, xn steigt immer weiter an, je größer ich den Wert n wähle. Hier zum Beispiel bei n gleich 100 haben wir dann 0,99 und wenn wir dann zu n gleich 1000 kommen, haben wir 0,999. Nun kann man schon vermuten, wenn ich n sehr, sehr, sehr groß wähle, komme ich immer näher an die Zahl 1 heran, wie vielleicht auch von der Form der Zahlenfolge schon ersichtlich ist. Und daher sprechen wir vom Grenzwert dieser Zahlenfolge 1. Das Gleiche kann man auch für Funktionen machen. Wenn ich also jetzt nicht nur diskrete Punkte für n habe, sondern einen kontinuierlichen Bereich, also meistens irgendwie die reellen Zahlen als Definitionsbereich, da habe ich einmal links eine Parabel aufgetragen. Da könnt ihr euch auch anschauen, wenn ich jetzt das Argument, also x, immer weiter erhöhe, dann steigt die Parabel immer weiter an. Ich bekomme immer größere Funktionswerte. Das heißt, der Grenzwert der Funktion ist da unendlich oder er divergiert, sagt man auch. Und das Gleiche gilt aber auch bei der Parabel für x gegen minus unendlich. Da ist der Grenzwert dann auch minus unendlich und die Funktion plus unendlich und die Funktion divergiert auch. Auf der rechten Seite haben wir eine andere Funktion. Da sieht man, wenn x unendlich wird, also in plus unendlich geht, hat die Funktion einen festen Grenzwert, der auch hier in dem Fall 1 beträgt. Und wenn die Funktion gegen minus unendlich geht, hat die Funktion auch einen festen Grenzwert, der auch wiederum 1 ist. Auf beiden Seiten nähert sie sich aber von unterschiedlichen Richtungen dem Grenzwert 1 an. Das ist aber egal, der Grenzwert ist trotzdem derselbe. Bei Funktionen kann man außerdem einen Grenzwert an einer bestimmten Stelle betrachten. Und zwar habe ich hier einmal zwei Funktionen. Auf der linken Seite Sinus von 3x durch x. Da wollen wir uns einmal den Grenzwert an der Stelle 0 betrachten. Ihr seht, wenn ich jetzt bei Sinus von 3x durch x x gleich 0 einsetzen würde, würde ich eigentlich 0 durch 0 teilen und die Funktion ist an der Stelle nicht definiert. Ich kann aber einen Grenzwert bilden und dann trotzdem den Wert an der Stelle 0 sozusagen ausrechnen, aber nur als Grenzwert der Funktion und nicht als echten Funktionswert. Und wie ihr von dem Graphen vielleicht schon erahnen könnt, ist dort oben tatsächlich der Grenzwert anzusiedeln, auf dieser Spitze, auf dem Maximum. Auf der rechten Seite habe ich eine Funktion x² minus 1 durch x minus 1 und auch da gibt es an der Stelle x gleich 1 eine Definitionslücke, weil wir da 0 durch 0 teilen. Aber auch dort können wir einen Grenzwert definieren, wenn wir uns sozusagen von beiden Seiten x gleich 1 annähern, dann kommen wir auf definitiv einen Wert, der hier y gleich 2 wäre. Ihr seht, es ist wichtig, dass man sich das genau anschaut, wie die Funktion sich verhält. Und es gibt einige Fälle, wo man vielleicht erst denken würde, oh, da könnte es einen Grenzwert geben, aber bei genauerem Hinsehen ist es dann doch gar nicht so. Und genau dafür braucht man das Konzept von einseitigen und zweiseitigen Grenzwerten. Wenn man sich also jetzt auf der linken Seite die erste Funktion f von x ist Signum x anschaut, dann seht ihr, also Signum gibt im Prinzip das Vorzeichen des Funktionsargumentes wieder, also für positive x-Werte hat man immer plus 1. Und wenn ich mich jetzt von rechts der Stelle 0 annähere, wo Signum x nicht definiert ist, ist die Funktion immer positiv. Es ist immer plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Bis ich dann kurz vor 0 bin, ist es immer noch plus 1 und bei 0 ist die Funktion nicht mehr definiert. Also sagt man, der einseitige Grenzwert von rechts aus der positiven Richtung ist plus 1. Allerdings aus der negativen Richtung ist das Vorzeichen natürlich immer negativ. Und je näher ich an 0 komme, bleibt die Funktion trotzdem bei minus 1. Bis kurz vor 0 ist es immer noch minus 1, also ist der Funktionswert, der Grenzwert von links minus 1. Dann haben wir in der Mitte die Funktion g von x ist 1 durch x. Das ist ein wenig anders. Wenn wir uns von rechts annähern, steigen die Funktionswerte immer weiter an und kurz vor 0 divergiert die Funktion quasi und geht ins Unendliche, weil ich ja, wenn ich 1 durch 0 teile, irgendwas sehr Großes bekomme, aber das geht ja nicht. Also die Funktion ist an der Stelle 0 nicht definiert, aber wenn ich von rechts komme, divergiert es zu plus unendlich. Wenn ich von links komme und durch eine sehr große negative Zahl teile, bekomme ich eine sehr kleine negative Zahl zurück. Das heißt, der Grenzwert, wenn ich von links komme, ist minus unendlich. Auch hier sehen wir, dass der Grenzwert von rechts und der Grenzwert von links nicht übereinstimmen
und dementsprechend wir keinen beidseitigen Grenzwert definieren können. Wenn ich jetzt aber das behebe sozusagen und die Funktion 1 durch Betrag von x anschaue, sehen wir, wir kommen von links und bekommen den Grenzwert plus unendlich und wir kommen von rechts und bekommen wieder den Grenzwert plus unendlich. Das heißt, in dem Fall stimmen der einseitige Grenzwert von rechts und der einseitige Grenzwert von links überein und wir können den zweiseitigen Grenzwert eindeutig definieren. Das habe ich hier nochmal in dieser Tabelle zusammengefasst und habe euch da auch einmal die richtige Notation für den Grenzwert aufgeschrieben. Der Grenzwert wird auch Limes genannt und das wird abgekürzt mit einem LIM. Und ihr schreibt dann unter diesen Limes immer drunter, was ihr für einen Grenzwert betrachtet. Zum Beispiel in der ersten Zeile für f von x ist der rechtsseitige Grenzwert wird geschrieben als Limes von x gegen 0 mit einem Plus. Das heißt, man kommt von uns aus der positiven Richtung, also von rechts, und nähert sich der 0 an. Und dieser Wert für den Limes von x gegen 0 aus der positiven Richtung war plus 1 für die Signumfunktion und minus 1, wenn wir halt den linksseitigen Grenzwert betrachten. Und dementsprechend können wir auch keinen beidseitigen Grenzwert definieren. Ja, wie gesagt, für g von x verhielt sich das ähnlich, aber für h von x konnten wir dann einen beidseitigen Grenzwert definieren. Um jetzt mit diesem Grenzwert richtig rechnen zu können, muss man das noch etwas mathematisch genauer formulieren, wann denn ein Grenzwert ist und welche Bedingungen eine Funktion erfüllen muss, damit der Grenzwert tatsächlich existiert. Dazu gibt es sozusagen ein kleines Spiel, was man sich vorstellen kann. Und das geht ungefähr so. Ich sage euch ein kleines Epsilon, also sagen wir zum Beispiel 0,1, und möchte, dass ihr die Funktionswerte so trefft, dass sie innerhalb dieses Bereiches 0,1 von dem Grenzwert liegen. Das ist da oben auch in der mathematischen Schreibweise dargestellt. Ihr sucht dann also einen kleinen Bereich, durch dieses Delta gezeichnet, in dem das x liegen muss, um den Grenzwert, also den p-Wert an der Stelle, wo wir den Grenzwert berechnen wollen, um dann mit allen Funktionswerten in diesem Epsilon-Bereich zu gelangen. Das habe ich hier auch anhand dieser Sinus von 3x durch x-Funktion einmal dargestellt. Ich sage also, ich möchte diesen kleinen Bereich Epsilon erwischen um den Grenzwert herum, der hier bei 3 liegt. Und dann sagt ihr, ja, das ist gar kein Problem. Wir wählen einfach unseren Bereich Delta so, dass alle unsere x-Werte in diesem kleinen Bereich liegen. Und dann sind alle Funktionswerte dieser Argumente eben in dem Epsilon-Bereich drin. Und jetzt kann ich mein Epsilon wieder kleiner wählen und dann sagt ihr, alles gar kein Problem. Dann wählen wir einfach das Delta auch ein bisschen kleiner und das geht immer noch auf. Solange das immer möglich ist, für egal welches Epsilon ich nenne, dann existiert der Grenzwert und er hat eben genau diesen Wert, der in diese Ungleichung eingesetzt werden muss, damit das aufgeht. Es gibt ein paar einfache Rechenregeln, wie man mit Grenzwerten rechnen kann. Grenzwerte sind im Allgemeinen linear, das heißt, ich kann zwei Grenzwerte und erhalte einfach das Produkt, also nehme ich den Limes von f von x mal g von x, bekomme ich den Limes von f von x mal den Limes von g von x. Eine wichtige Voraussetzung hier ist, dass ihr nicht zum Beispiel 0 mit unendlich multipliziert. Dann geht es natürlich nicht, weil das wäre eine unbestimmte Form und hat keinen eindeutigen Grenzwert. Da muss man dann andere Sachen machen, also den Grenzwert erst umformen, bis man dann tatsächlich den Grenzwert auseinanderziehen oder bestimmen kann. Für Summen gilt das auch. Man kann den Limes von f plus g nehmen und erhält damit den Limes von f plus den Limes von g. Und solange man nicht 0 durch 0 teilt oder irgendwas anderes durch 0 teilt, kann man auch Grenzwerte durcheinander teilen. Eine weitere wichtige Regel ist die Kettenregel. Wenn ich also eine Verknüpfung von Funktionen habe, also sowas wie g von f von x, dann kann ich den Grenzwert, solange g stetig ist, durchpropagieren, mehr oder weniger, und nehme erst den Grenzwert von f, bevor ich dann die Funktion g auf den Grenzwert anwende. Ein paar vielleicht nützliche Grenzwerte an dieser Stelle, die aber auch im Skript stehen, sind 1 durch x. Wenn x gegen unendlich geht, bekommt man einfach 0. Das ist auch so eine mehr oder weniger Grundregel, die man meistens braucht, um Grenzwerte auszurechnen. Oder auch e hoch minus x für x gegen unendlich geht auch einfach zu 0. Ja, hier einmal ein Beispiel für einen Grenzwert. Das ist die Funktion, die ich euch vorhin gezeigt hatte, die einfach eine Gerade war, aber eine Definitionslücke hatte. Und hier können wir was ganz Einfaches tun. Wir können einfach x minus 1 kürzen
und erhalten dann den Grenzwert von x plus 1 für x gegen 1. Und in diesem Fall haben wir keine unbestimmte Form mehr. Und sobald wir eine Form haben, die nicht mehr unbestimmt ist, wo wir nicht 0 durch 0 teilen, können wir einfach 1 dann einsetzen und erhalten den Grenzwert. Ein weiteres Beispiel haben wir hier. Da brauchen wir die Kettenregel. Also wir haben e hoch eine Funktion von x und ziehen den Grenzwert sozusagen einfach in den Exponenten herein, nehmen dann dort den Grenzwert, indem wir den Bruch durch x teilen. Und da wir wissen, 1 durch x für x gegen unendlich ist 0, können wir da einfach sozusagen 0 einsetzen und erhalten dann den Grenzwert. Ja, jetzt können wir zurückkommen zum Hauptthema der Differentialrechnung, nachdem wir nun wissen, wie man mit Grenzwerten rechnet, und beschäftigen uns als erstes mit dem Differenzenquotienten. Da möchte ich zurückkommen zu meinem Eingangsbeispiel der Geschwindigkeit. Wir haben also unsere Strecke aufgetragen und möchten die Geschwindigkeit mit Delta x durch Delta t oder hier eine allgemeine Steigung mit Delta y durch Delta x berechnen. Nun hatte ich ja schon eingangs erwähnt, dass das nur eine Näherung ist und dass man die Näherung aber umso besser machen kann, je kleiner man das Delta x wählt. Ihr seht hier die Sekante, die da in grün dargestellt ist, die hat zwar schon ungefähr den richtigen Wert der Steigung, aber natürlich nicht den identischen Wert der Tangente, was der tatsächliche Anstieg in dem Punkt x0 ist, den wir ja eigentlich wissen wollen. Wenn wir jetzt aber Delta x immer kleiner machen, kommen wir immer näher an die Steigung der Tangente dran. Das ist da oben der Differenzenquotient. Einmal dargestellt, das ist einfach nur Delta y durch Delta x, eben als f von x minus f von x0 durch x minus x0. Ihr merkt schon, wir wollen Delta x sehr, sehr klein haben, beziehungsweise x gleich x0 haben. Und das ist ein Punkt, wo wir dann den Grenzwert brauchen oder das Konzept des Grenzwertes. Hier habe ich das nochmal dargestellt. Hier wäre die eigentliche wahre Steigung in dem Punkt x eine horizontale Tangente, also 0. Und ihr seht, je kleiner wir Delta x wählen, desto näher wir rankommen, umso besser wird unsere Näherung. Und genau dieser Grenzwert, den wir da brauchen, das ist die Ableitung, der hier unten in dem roten Kasten zu sehen ist. Die Ableitung wird notiert meistens durch f' oder df durch dx, auch gesprochen df nach dx, was im Prinzip eine kleine Änderung in f, also ein kleines Delta f durch ein kleines Delta x darstellen soll. Und das ist der Grenzwert des Differenzenquotienten, der dann auch der Differentialquotient genannt wird, für Delta x gegen 0 oder auch x gegen x0, je nachdem, wie man gerade seine Notation gewählt hat. Das möchte ich jetzt anhand eines Beispiels einmal darstellen, damit ihr mir auch glaubt, dass das wirklich funktioniert. Wir suchen uns also eine beliebige Funktion aus, hier mal eine einfache, damit es auch wirklich funktioniert, und fragen uns, was ist denn die Ableitung, also die Steigung in jedem Punkt von dieser Funktion. Dazu nehmen wir einfach die Funktion f von x und setzen sie in den Differentialquotienten ein. Habe ich hier einmal für euch getan. Und rechnen das jetzt sozusagen aus. Wenn ich jetzt an dieser Stelle gleich Delta x gleich 0 einsetzen würde, würde ich 0 durch 0 teilen und natürlich irgendwie keine bestimmte Form haben und sozusagen kein Ergebnis ausrechnen können. Aber wenn ich das einmal ausmultipliziere und anfange, Terme zu kürzen, dann sehen wir, kommen wir hier zu einer Form, wo wir sowohl im Nenner als auch im Zähler einmal ein Delta x kürzen können und haben dann eine Form, wo wir ganz ohne Bedenken Delta x gleich 0 einsetzen können im Prinzip und dann die Ableitung erhalten als 6x minus 2. Das kann man natürlich für sehr viele verschiedene Funktionen einfach so durchrechnen. Das wird dann aber auf Dauer sehr anstrengend und dauert sehr lange. Deswegen gibt es für das Ableiten auch bestimmte Regeln. Dazu möchte ich aber dann im Seminar kommen und das wäre es jetzt erstmal mit der Vorschau zur Differentialrechnung. Ich würde euch bitten, nochmal die Kapitel 1 bis 3 vom Skript durchzuschauen und auch vielleicht die ein oder andere Übungsaufgabe schon mal zu rechnen, damit ihr dann wirklich wisst, dass ihr es alles verstanden habt. Danke!